Hallo, liebe Camino-Freunde, es gibt viele magische Orte am Jakobsweg. Für uns ist einer der magischsten Orte am Camino das Kloster in Sobrado dos Monches, übersetzt Sobrado der Mönche. Kurz vor Sobrado kommt man an diesem wunderschönen Teich vorbei. Dieser Teich wurde vor Hunderten von Jahren von den Mönchen aufgestaut. Er diente zur Bewässerung der Felder als auch zum Betreiben der Mühle. Es geht weiter an diesem goldgrün schimmernden Bach entlang. Einfach traumhaft schön. Urplötzlich zeigt sich das Kloster in seiner ganzen Pracht. Herrlich, ne? Ja. Das ist voll aus. Wir sind im Mai 2016 den Camino Primitivo gegangen und haben dann ab Lugo die Wegalternative über Friol gewählt, die uns dann weiter zum Kloster in Sobrado dos Monches führte. Lothar wie Manfred. Manfred ist mia mano. Der versteht schlecht. Vom Mönch kommt vom Mönch. Heute Hochwasser, Lothar. In den Schuhen. Oder an der Hose. Nach den Aufnahmeregularien waren wir sehr gespannt, was uns jetzt wohl erwarten wird. Ja, wir sind im Kloster angekommen. Hier geht man durch diese Pforte, wird von einem sehr netten Mitarbeiter auf das Zimmer geführt. Es wird alles erklärt. Auf Englisch oder auf Spanisch. Hier ist der Claustro de los Peregrinos, also der Pilgerkreuzgang. Hier ist der Kreuzgang. Wir gehen dann jetzt mal lang. Und einige Pilger. Hier kommt man also rein durch diese Tür. Das ist alles frei. Hier kann man weitergehen ins Kloster. Eieiei, die Sonne scheint heute mit 26 Grad. Also ganz angenehm zum Wäschetrocknen. Die ist innerhalb von ein paar Stunden trocken. Hier geht es zur Pilgermesse. Da kann man auch dran teilnehmen. Die Übernachtung kostet 6 Euro. Kann man sich hier im Kloster frei bewegen.
nicht in alle Räume rein. Ein Raum. Hier vorne ist der Herbergsvater. Nee, das ist Manfred. Das ist unser Refugium. Das ist das Refugium Nummer 6. Jedes Refugium hat einen eigenen Namen. Unseres heißt Gertrudes de Hälfte, soll das wohl heißen. Und das ist unser Reich. Da schläft Manfred. Ich habe mich hier einquartiert. Das war ein Doppelbett. Ich hatte hier noch ein Bett ohne Übermann haben können, aber da wir ziemlich spät gekommen sind, glaube ich nicht, dass hier noch viele Leute kommen. Hier ist ein kleines Fenster. Die Mauern sind sehr dick. Hier sind noch mehr freie Plätze, aber ich glaube nicht, dass die heute noch belegt werden, weil wir schon, glaube ich, 6 Uhr haben. Ja, so ist es im Kloster. Ich gehe nochmal raus. Da hinten sind die Duschen hinter der Tür. Dort ist der Speisesaal, da kann man sich was kochen. Dahinter kann man nach draußen gehen, da hängen Wäscheleinen, da sind Wäscheleinen, da kann man eine Wäsche aufhängen. Und ein herrlicher Blick auf die beiden Türme. Wer möchte, kann gerne an der Liturgie in der Mönchsgemeinschaft teilnehmen. Das Handy muss während der Liturgie ausgeschaltet sein und filmen darf man dort auch nicht. Man kann sich im Kloster fast überall frei bewegen und die Klosterkirche hat eine besondere Akustik. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Wir haben noch aus vollem Herzen weitergesungen, allerdings wollen wir unserem Gesang niemanden weiterhin zumuten. Wie schon gesagt, es ist ein magischer Ort, ein besonderer Ort mit einer mystischen Atmosphäre. Der Küstenweg führt über Soprado dos Monjes, der Camino Primitivo allerdings nicht. Der Camino Primitivo führt ab Lugo nach Melide auf den Camino Frances. Wer erst in Athua auf den Camino Frances treffen möchte, wählt die Wegalternative über Friol und Soprado dos Monjes. Der Weg über Friol ist wunderschön. Wer nähere Informationen dazu haben möchte, dem empfehlen wir unser Video Camino Primitivo, jetzt rentnermäßig erschlossen. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. In der Stadt Soprado dos Monjes gibt es mehrere Einkehrmöglichkeiten. Diese leckere Paella haben wir in einer Bar genossen. Am nächsten Tag hieß es dann wieder Rucksack packen, auf nach Assur, auf den Camino Frances. In diesem Sinne wünsche ich euch ein buen Camino.